Willkommen zurück, meine Lieben. Weiter geht's. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir hier nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Wo finde ich Lobert? Na, auf dem Hof natürlich. Der Hof gehört ihm. Und komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. So. Von diesen Drecksviechern. Was? Wo? Wer? Hilfe? Oh, lass doch mal den armen Wolf in Ruhe. Nein! Ein bisschen weniger. Fast hätte ich Malef angegriffen. Das wäre nicht so geil gewesen. Wie macht man das nochmal gleich? Ja, so. Okay. Gut. Also, meine Freunde, ich habe ja noch vergessen, dass da noch eine Höhle in der Nähe vom Wasser war. Ich würde nur gerne mal vorher Geschicklichkeit lernen. Ich habe nur keine Ahnung, wo. Das habe ich leider verpatzt oder vergessen. Sagen wir mal einfach so, wie es ist. Hallo, Lobert. Hey. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Ja, für wen sind wir? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Was? Verarsch mich nicht, Junge. Ich will wissen, wo du stehst. Also, für wen bist du? So, der Typ ist ja, muss man einfach mal sagen, er ist ja Bauer, ne? Und er ist aber in der Nähe von der Stadt, deswegen sind wir einfach mal für den König, weil ich kaum glaube, dass er eine richtige Wahl hat, der Typ. Gib ihm! Für den König. Für den König! Das haben die Stadtwachen gesagt, als sie die Hälfte meiner Schafe geholt haben. Aber wo sind die Drecksäcke, wenn wir uns die Banditen vom Hals halten müssen? Wo werden sie sein, wenn uns die Orks überrennen? Ich werd's dir sagen, in der Stadt, hinter den dicken Mauern. Also hör mir auf mit dem König. Okay, Entschuldigung. Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Una war der erste von ihnen. Erzähl mir mehr über diesen Una. Una ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Das heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kann sie nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Weil die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben. Aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege.
Das hat ein bisschen was von Selbstironie, wenn man, sag ich mal, den Schläfer erlegt hat oder gebannt hat. Und ja, dann will man noch mal die Welt retten und dann muss man aber erstmal Feldrüben sammeln, weil man hier sonst nicht mehr weiterkommt. Das ist schon eine krasse Selbstironie, wenn ich mal das so sagen möchte. Wie viel haben wir jetzt eigentlich aufgesammelt? Ich habe gar nicht mitgezählt. Ich tippe mal auf 8, 9 Stück vielleicht. Egal. Ich glaube, wir brauchen 15 Stück. Und hier liegen bestimmt mal 20 rum. Ich weiß gar nicht, sind die irgendwas wert? Wahrscheinlich nicht, aber ich sammle trotzdem alle auf. Weil ich habe ja sonst nichts zu tun. Yeah! Lasst uns die Welt retten, indem wir Feldrüben sammeln. Gib ihm! Das sind also die täglichen Anfangsquests. Ich versuche euch schon, das ein bisschen anders zu gestalten. Indem ich wirklich ein bisschen mehr töte als die meisten anderen eigentlich. Oder beziehungsweise ein bisschen mehr riskiere oder taktisch zusammenplane. Und ich hoffe, das gefällt euch, Freunde. Dass es nicht ganz so linear abläuft, wie es sonst immer ist. So, Auftrag erledigt, würde ich sagen. Hey. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Ja, aus einer Not machen wir eine Tugend. Wir nehmen die Klamotten. Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Das ist fair. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Herrensache. Gib ihm. Dann reden wir doch mal mit seiner Frau. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Da bin ich jetzt mal gespannt. Hallo Hilda. Sehr erotischer und verführerischer Name. Hey. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Ja, wir erledigen das erstmal ohne das Gold. Ich denke mal. Hast du was zu essen für mich? Morgen kannst du dir wieder was abholen. Ich denke mal, wir haben genug Geld dabei. Jetzt gucken wir aber vorher nochmal im Inventar nach. Ja, 153 Gold. Alter, wir könnten sogar seine Frau bezahlen für schmutzige Dinge. Also von daher, wir haben genug Kohle. Das werden wir auch mal direkt ausnutzen, indem wir zum Händler gehen. Aber wir kommen ja vorher noch bei diesen Leuten hier vorbei. Und da können wir nochmal hier Hallo sagen. Du bist nun Bauer, mit dir will ich dich reden. Ich will mit einer wichtigen Person reden. Bist du auch nur ein Bauer, verdammt? Vino. Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobart als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Ich habe zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein. Und ich werde Lobart erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. Wie hast du deinen Wein? Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Lobart wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Sehr gut. Ich will in die Stadt. Und? Kannst du mir was Interessantes über die Stadt erzählen? Nö. Aber Marlet ist von Zeit zu Zeit mal in der Stadt. Vielleicht weiß er was. Ich meine, was dich interessiert. Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Ich hätte schwören können, vor 2 Tagen einen Ork drüben am Waldrand gesehen zu haben. Seitdem halte ich nachts immer mindestens ein Auge offen. Grausam, müsst ihr euch mal vorstellen, ihr lebt in so einer Welt und dann gibt's echt hier so Orks so in der Nähe, das ist schon
eine miese Angelegenheit. Dann gibt es noch idiotische Menschen, die dann die Verbrecher spielen. Das ist natürlich nicht gerade toll, ne? So kommt man auch nicht durchs Leben. So, liegt hier noch irgendwas? Nee, okay. Hallo, Kanta! Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt, habe ich nicht recht? Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Oh, wir fragen erstmal was. Da ist doch ein Haken an der Sache. Nein, kein Haken. Du schuldest mir lediglich einen Gefallen. Wie kommst du in die Stadt? Die Wachen kennen mich. Ich werde ihnen einfach erzählen, ich hätte den Passierschein verloren. Was willst du für deinen Passierschein? Ich wusste, du bist der richtige Mann. Hör zu, du bekommst den Schein von mir. Jetzt. Einfach so? Einfach so. Aber wenn ich dich in der Stadt treffe, schuldest du mir einen Gefallen. Haben wir eine Abmachung? Logisch. Klar. Immer her mit dem Wisch. Hier. Sei vorsichtig damit, er ist sehr wertvoll. Eins noch. Denk nicht einmal darüber nach, dein Wort zu brechen. Als Händler habe ich einen sehr großen Einfluss in der Stadt. Es würde dir nicht bekommen, glaub mir. Da kann ich jetzt schon mal sagen, meine Freunde. Zeig mir deine Ware. Für die Leute, die ich jetzt sagen, warum hat er das jetzt gemacht? Er wird so oder so später auf uns zukommen. Also das wird uns... Ja, der wird uns so oder so später erpressen wollen. Von daher ist es eh egal. Oh, man hätte die Feldrüben auch bei dem kaufen können. Interessant, interessant. Wusste ich nicht. Boah, was hast du schon alles verkauft? Ein Langschwert und so. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber wir brauchen nichts. Dankeschön. Ich muss weiter. Von mir aus. Ja, ja, Kanta. Du kleiner böser Schlingel, du. Du bist nicht so lieb, wie du aussiehst. Oder wie du so tust, sagen wir mal lieber so. Dann gehen wir jetzt mal zu seiner Frau. Ich denke mal, das war der richtige Weg, dass wir zuerst die Pfanne gekauft haben. Und jetzt uns das Gold geben lassen oder so. Vielleicht gibt es ja mehr EP, die uns ja eigentlich mehr interessieren als irgendwas anderes. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber wir werden es ja gleich mal gemeinsam herausfinden. Drückt einfach die Daumen, meine Freunde. Hallo, Hilda. Hey, du. Okay, ja. Geht anscheinend gar nicht. Scheiße. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Ja, ja. Hier ist deine Pfanne. Hier ist deine Pfanne. Gut. Dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Hast du was zu essen für mich? Du hattest heute schon deine Portion. Komm später wieder. Blöde Kuh. So, dann würde ich doch mal sagen, wir können jetzt zu dem Typ da gehen. Wobei, wir lesen noch mal kurz hier nach. Ach, geht gar nicht, okay. Na, interessant, dass das nicht geht. Dann probieren wir mal was anderes. Es ist zwar jetzt eine Straftat, aber mein Gott. Wir sind eh ein ehemaliger Gefangener aus der Strafkolonie. Da ist es doch eh egal. Ich habe eh keine Ahnung, wofür wir eigentlich damals gesessen haben, ne? Merkt es jemand? Einfach alles nehmen, scheiß drauf. Fertig aus. Eigentlich haben wir die Rüstung schon. Wir hätten das Gold nehmen sollen, egal. Vielleicht merkt er ja was. Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. Hallo. Hey, du. Seit du das letzte Mal hier warst, fehlen ein paar Sachen aus meiner Truhe. Du solltest dich hier nützlich machen und nicht in meinem Haus rumschnüffeln, du Tagedieb. Du gibst mir auf der Stelle meine Klamotten wieder. Scheiße. Okay, komm, das ging aber voll in die Hose. Hier hast du sie wieder. Wenn du sie haben willst, musst du dafür bezahlen. Jetzt sieh zu, dass du dich nützlich machst. So, mal gucken, ob er uns jetzt einen schlechteren Preis dafür gibt. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Okay, was kosten die Landarbeiterklamotten? Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht.
Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das will schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 40 Goldstücke. Ich hätte gedacht, der sagt jetzt noch so, ja, du wolltest mich beklauen plus 50 Goldstücke, aber okay. Gib mir die Arbeiterkleidung. Tja, mein Junge. Ehrlich wert am längsten. Hier hast du sie. Tja. Scheint wohl nicht gerade sehr sauer zu sein, der Typ, aber ist ja auch egal. Unser Schaden ist es zumindest nicht, ne? Was haben wir eigentlich hier alles aufgehoben? Nachricht, Passierschein, Steckbrief, okay. Ach komm, wir gucken mal unseren Steckbrief an. Ja, sieht natürlich super getroffen aus, also das sind wir definitiv. So, okay. Rüstung haben wir die schon angelegt? Wo sind die? Da. Wunderbar, jetzt sehen wir nicht mehr so verpennert aus. Was ist die Nachricht hier eigentlich? Haltet alle Männer auf, die aus den Bergen kommen. Falls jemand den Pass entlang kommt, ist es wahrscheinlich ein alter Mann. Lasst euch nicht von ihm täuschen, er ist ein gefährlicher Hexer. Behaltet den Kerl im Auge. Kann gut sein, dass der Typ, den wir suchen, mit dem in Kontakt aufnimmt. Mit ihm Kontakt aufnimmt. Mit diesem Brief schicke ich euch 30 Goldstücke. Nochmal 30 bekommt derjenige, der den Mann tötet. Bringt seinen Kopf zur alten Mine beim Großbauer. D, also Dexter. Ja, interessant, interessant. So. Also meine Idee mit den Sachen aus der Truhe holen war nicht die beste, muss man echt mal sagen. Hätte man machen können, aber dann hätte man nicht mehr mit dem... Also man hätte zuerst das Gold nehmen müssen und dann hätte man das machen können und hätte nicht mehr mit dem reden dürfen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, aber ansonsten ist das alles hohes Risiko gewesen. So, gehen wir mal weiter jetzt. Da unten müsste noch ein Typ auf uns warten. Danach cleanen wir mal ein bisschen die Umgebung hier. Dann mal gucken, vielleicht kann uns irgendjemand noch Beweglichkeit beibringen. Das hätte... tolle Vorteile, sagen wir es mal einfach mal so. Dann können wir nämlich diesen Degen anwenden, womit man auch ein bisschen besser im Einhandkampf ist. Das wäre schon ganz geil für den Anfang. So spielen ja die meisten eigentlich. Wohlgemerkt. Hallo. Psst. Hey du, komm mal her. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es nochmal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, einen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen. Habe ich recht? Wegen der Stadtwachen. Ja? Schon eine Idee? So, jetzt haben wir da natürlich ein paar Sachen. Bestechung, Passierschein oder die Bauernkleidung. Die Bauernkleidung gibt uns Rüstung, deswegen behalte ich die lieber selber und gebe ihm den Passierschein. Ich habe hier einen Passierschein für die Stadt. Ach so, ich soll jetzt so tun, als wenn ich ein Bürger der Stadt wäre, oder wie? Jetzt guck mich doch mal an, Junge. Dort glaubt mir doch keine Sau. Mist. Na ja gut, dann nimm halt die Bauernkleidung, du Arsch. Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Ausgezeichnet! Das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung. Was denn? 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. Tja, das war wohl ein Verlustgeschäft, aber okay. Was bleibt uns anderes übrig? Irgendwie muss man den Typ ja glücklich stellen. Mit dem will man sich nicht verfeinden, meine Freunde. Und damit würde ich einfach mal sagen, in der nächsten Folge legen wir richtig los. Bis dann, meine Freunde. Tschüss.